Da freut sich, denke ich mal, unsere Priesterin schon ein bisschen drüber. Ich kann auch nicht Ganz alles. nett, aber unnütz. Nervenschock. Den weg. Muckstück kann ich nochmal versuchen, was Gutes drauf zu machen. Wasserresistenz, egal. Es ist jetzt viel wert. Keine Ahnung. Ich kann auch nicht alles. Oh, nimmst du das mal bitte? So. Das noch zu ihr. Kann auch jetzt. Mittlerweile können die jetzt weg. So. So. Das kann wäsch. Das muss ich Ganz nochmal nett, entdecken hier aber alles. unnütz. Da rein, da rein. Kein Platz mehr. Gut. Die allerbesten Waffen. Ja, dann kauf mal hier die allerbesten Waffen. Danke und kommt rein. Wie kann ich euch helfen? War mir ein gut, Vergnügen. dann gehen wir jetzt mal nach Erasia. Mit dem Stadtportal dahin, ja. Kaufen wir kurz mal den Rest. Kann ich euch helfen? Was denn das? Krypto. Ah. Obwohl die Kryptographie viele verschiedene Bereiche umfasst, konzentriert sich dieses Handbuch auf die Gattung der ersetzten Wörter, auch bekannt als kleiner Schlüssel. Zusammengefasst einigen sich dabei zwei Parteien auf ein Wort oder einen Satz, der als Schlüssel fungiert. Dieses Wort wird dann dem Buchstaben der zu verschlüsselnden Botschaft wiederholt hinzugefügt, bis die Nachricht vollständig verschlüsselt ist. Wenn das Schlüsselwort zum Beispiel Engel ist und der verschlüsselte Nachricht okay, lautet, würde man sie so entschlüsseln. Also ist es ein E minus E gleich Z. E minus N gleich. Ja, okay. Der große Schlüssel besteht zum Beispiel aus einer ganzen Buchseite. Dadurch wird die Wiederholung von Zeichen komplett verhindert. Der große Schlüssel ist also offensichtlich viel schwieriger zu knacken. Der Verfasser hofft inständig, dass dieser kleine Kryptographieführer dienlich sein konnte. Fröhliches Spionieren, alles klar. Dankeschön. So, gehen wir mal hier in die Burg rein. Und hier sollen die Bilder sein. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Ich die jetzt einfach mitnehmen hier vielleicht? Nee. Hallo? Okay. Aber hier darf ich ja nicht durch, ne? Sprich, für die Quest müsste ich mich schon mit den Wachen hier anlegen, wahrscheinlich. Wenn ich das richtig verstehe jetzt so. Gespeichert, yo. Vielleicht machen wir die denn auch nicht. Komm, wir gehen jetzt zum Labyrinth. Wir machen jetzt das Labyrinth. Da habe ich Bock zu.
Unsichtbar darf man überall durch, du sagst es. Sehr geil. Ich vergesse das auch immer wieder, dass ich ja mich unsichtbar machen kann. Seid ihr böse? Nö, ne? Seid richtig nette Dudes. Also, Geld ist eigentlich auch nur aus Wasser und löst sich irgendwann auf. Nicht, dass sie sich wundern, warum jetzt auf einmal Geld verschwindet hier. Das Coole ist ja auch, dass ich hier ja jetzt die ganze Zeit das nachbuffen kann, weil ich die ganze Zeit grünes Licht habe. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ganz nett, aber unnütz. Das Bild muss ich doch bestimmt mitnehmen. Nee. Okay. Schade. Hätte ja sein können. Hätte ja sein gekonnt. Hab's schon. Tü-tü-tü. Bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Schon. Wem soll das denn nützen? 54 Minuten noch drauf. Wem soll das denn? Dürfen wir natürlich nicht vergessen. Da, ja, das brauche ich bestimmt. Haut mal ein bisschen ab, bitte. Ich hab schon. Angst, dass sie mir gleich vor die Flinte läuft. Ach, ich kann auch nicht alles. Aber unnütz. Ganz nett, aber unnütz. Wem soll das denn nützen? Gar nicht so schlechter Loot gewesen jetzt. Okay, wie lange geht der Zauber noch? 14 Minuten noch? Jawohl. Ein Bild noch. Aber warum denn nicht das andere Bild? Das sah doch gut aus. Kann man doch einfach mitnehmen. Ich bin gar nicht da. Wie lange geht er noch? 29 Minuten. Dann müssen wir den ja gleich mal nachbuffen. Wenn es irgendwie geht. Ist hier irgendwo grün? Nein. Gehen wir erstmal raus hier. Komm, ab der Tür können wir doch bestimmt, oder? Ne. So, und Diebstahl Nummer 2. Das Bild haben sie da oben übrigens zweimal hier hängen. Lassen sich auch nichts Neues einfallen dann, ne? Bisschen langweilig, über das gleiche Bild zu hängen. Deswegen klaue ich euch lieber ein Bild. Damit könnt ihr eh nicht so gut um. Hallo, Ibems. Gutes was. Immer schön heimlich. Da hinten sind noch zwei Fässer. Grün, das kriegst du mal. Und das kriegst auch du. Rotes Fass Stärke, aber der hat jetzt aber auch echt viel Stärke mittlerweile, ne? Grünes Fass, Ausdauer. Was mal du? Oh, hat er mich gesehen? Nein. Jetzt ein magisches Auge wäre jetzt nicht ganz verkehrt gewesen, ne? Boah, das war knapp. Das nehmen wir da oben rauf. Ich glaube, hier bin ich recht sicher. So, lass mich durch. Und die habe ich, ne? Ja.
Da komme ich her, dann die Wand hier aufmachen. Ist ja doch recht viel. Ich glaube, da oben kommen wir bestimmt in diese andere Festung. Keine Ahnung. Ganz nett, aber unnütz. Hab's schon. Hier auf der Brücke ist. Endlich der Stab. Oh. Da wird sich bestimmt unser Magier drüber freuen. Wem soll das denn nützen? Wem soll das denn nützen? Ganz nett, aber unnütz. Guck mal hier, schöner neuer Stab für dich. Du kannst endlich mal deinen Anfangsstab loswerden. Dann müssen wir natürlich gleich noch den Feuerzauber drauf machen, ohne noch 9 Minuten. Wir müssen mal hier irgendwie den nachsetzen. Hey, da ist abgeschlossen! Scheiße, das ist jetzt gar nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Da hätten wir das Bild, ne? Scheiße. Wir sind jetzt hier. Och, ne. Müssen wir noch richtig viel jetzt wieder machen. Hab ich mir jetzt die Farben gemerkt, ne? Rot. Das war für sie. Grün, Ausdauer, yo. Auch nochmal Ausdauer. Gelb, geschickt. Gut, das brauchte sie jetzt nicht. Und Orange, Intelligenz. Boah, das war knapp. Violett und R. Und Reaktionen raus hier erstmal. 29 Minuten. Schnell das Bild mitnehmen. Oh, hier kommt man schlecht durch. Soll mich das jetzt beeindrucken? Hey, tut mir leid, wirklich. Oh, zum Glück haben die. Hat das mich jetzt nicht sichtbar gemacht. Wem soll das denn nützen? Und jetzt erstmal raus hier und nachbuffen. Ich würde gerne das Gemälde auch noch mitnehmen. Aber sicher ist jetzt gerade mal sicherer. So. Da muss ich längst. Ich glaube, gerade so noch geschafft, oder? Na, 10 Minuten hätte ich noch. Das war knapp. Wir müssen bitte. Ich hoffe ja mal, das ist das eine Bild, was da jetzt noch hängt. Denke aber mal schon, was soll denn das sonst sein? Ja, jetzt kommt man nämlich hier durch. Das war knapp, das war ganz knapp. Und das ist es nicht, das ist es nicht. Nein! Schade, schade, schade. Nein, ich habe nicht gespeichert, ne? Autosave, der müsste es doch aber. Zumindest den Stab jetzt wieder hab, ja. Wem soll das denn nützen? Eine Stunde 7, ja. Das eine Gemälde war es also auf jeden Fall nicht. Kann natürlich auch hier oben sein. Und dann vielleicht hier. Nicht, nee, das sieht dann nicht danach aus. Schon. Ganz nett, aber unnütz. Okay. Nächster Raum. Warum stehen hier genau zwei Wachen? Die ist abgeschlossen. Die ist verschlossen. Warum ist denn da verschlossen? Ist verschlossen. Ist doch blöd dann. Kann doch mal offen sein.
So, orangenes Fass. Zack. Und du musst hier mal aufmachen. Ganz nett, aber unnütz. Durch da rein, das hier rein, den da rein, da, hopp, hopp, und alles mal nehmen. Und hier wieder raus. Ist vielleicht doch in der Bücherei, wie lange ist noch aktiv? 35 Minuten. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal wieder raus und setzen den Buff wieder nach. Wir müssen. Speichern und wieder rein. Abfahrt. Nein. Muss er nur noch das zweite Bild finden. Das hier ist ja auch quasi dann jetzt das erste Assassin's Creed, oder nicht? So mit den Schleichpassagen und so. So, da hinten hängt auf jeden Fall ein Bild. Boah, das war ja mal richtig knapp. Ne. Da, das Bild brauche ich bestimmt. Und schon raus. Nein! Es war so knapp. Es war doch so knapp. Ja, bleib mal genau da stehen. Könnt ihr mal da weggehen, bitte? Danke. Ja, bleib stehen. Bleib alles schön stehen. Schön stehen bleiben. Alle stehen bleiben. Jo, Abfahrt. Wir haben das Bild, Leute. Raus hier. Schnell, 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 schnell. Hier links, da links. Überall längs. Also ich hätte... Der Wache nichts gesagt, ne? Wenn die mich jetzt angegriffen hätten. Ich bin doch voll in die reingelaufen. Gut, damit haben wir die Quest aber auch erledigt. Müssen jetzt nach Evely, meine ich. Finde die drei Gemälde und bring sie zu... Ah, das Total, ja, müssen wir. Ah, ja, ja, ja. Müssen wir eh hin, weil wir da auch noch in den Weinkeller sollen. Frag mich auch nochmal, wann wir zu den Banditen müssen, dass wir da noch gar nicht rein mussten. Willkommen an Bord! Danke hoch und und die Quest hatten wir doch da vorne irgendwo angenommen, meine ich. Experte Schwert.
Der braucht ja auch die Gemälde. Super. Wundervoll, die Serie sucht dich schon seit Jahren. Ich habe euch die versprochene Belohnung mehr als verdient. Hier, hoffentlich ist es genug. 5000 Gold. Voila. Und der Weinkeller war doch irgendwie hier vorne drinne. Irgendwo, nee. Der war hier. Irgendwo hier war der, ne? Da. Machen wir uns mal durch. Geht jetzt ja mittlerweile schneller. Mehr oder weniger jedenfalls. Er braucht noch auch seine neue Waffe. Das hier. Tut locker gar nicht Not, das alles zu zünden jetzt hier. Obwohl. Ich glaube, die sind gar nicht so schwach. Aber kümmere dich drum. Soll mich das jetzt beeindrucken? Nichts. Ich glaube, wir machen das nochmal neu in gut. Tag der Götter habe ich noch nicht drin, ne? Und alle brauchen noch Regeneration. Na komm. Aufwecken. Ach, der ist ja nur bewusstlos. Dumm. Dann noch Schutz vor Magie. Bewahrung noch reinmachen. Und was fehlt uns noch? Regeneration auf alle, ne? Schade, dass das nicht noch mitgebufft wird. Bei den größeren Buffs. Das wäre noch ganz nett. Ja, so ist das schön. Spiel gespeichert. Und jetzt nochmal das Ganze. Wenn das jetzt die stärksten waren hier, ne? Die ich da jetzt schon weggemacht hatte. Wäre das natürlich nicht so toll. Und Stab. Was ist hier? Winter? Nun klar, überhaupt kein Problem. Alles easy. Ist das ein Kratzer? Aber kümmere dich drum. Au! Dau! Sehr geil. Hab's schon. Boah, ganz gut Gold hier drinne. Aber die Tanten sind jetzt auch nicht wirklich stark. So, hier haben wir alles. Und mal ab in den Keller. Im Keller. Warum haben sie jetzt mehr oder weniger direkt weggehauen? Komm, steht ja auf. Macht jetzt der Vampir hier. So, steh du mal wieder auf, bitte. Na, komm schon. Ja, er ist hier wieder. Schön hochheilen. Und nochmal das Ganze. In gut. Alter, die haut ganz schön rein. Herrscherin der Toten. Boah, ihre Finger.
Nur die Ruhe, ich mache das. Nun, Katze. Lieber erstmal weg hier. Lass du. So, steht wieder auf. Ach, wir können auch mal eine Runde knacken, jetzt kurz hier im Wirtshaus. Nur herein. Genießt euren Aufenthalt. Stunde der Macht. Oh, guck mal, deine Rüstung ist rot. Kenn ich nicht. Können wir auch verkaufen, rein theoretisch. Weiß ich nicht. Alles klar. Alles klar. Alles klar, es ist alles klar, würde ich mal sagen. Ist hier noch irgendwie was kaputt? Nein. Den Feuerring noch mit aktivieren. Darf ich natürlich nicht so nah an die Bürger der Stadt hier kommen. Den noch mit. Und diesen Buff der Resistenz, der ist halt auch top, ne? Des Schutzes. Des Schutzes ist es ja. Spiel gespeichert, yes. Kannst du mal wiederkommen, bitte? Kommt sie von da wieder? Ah, guck mal, darf nur nicht zu nah rankommen, wollte ich gerade sagen. Wir haben nicht Bewahrung und sowas drin. Autosave? Komm, das machen wir nochmal. Geht schneller. Nein. Ist ja der falsche. Quick Save. Machen wir lieber den hier nochmal. Aber diesmal mit Schutz vor Magie. Gehen wir mal raus. Mit Schutz vor Magie und Wahrung. Sowie auf jeden Regeneration drauf machen. Ich glaube, das ist ein bisschen sicherer so. Spiel gespeichert. Nice. Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Ist zwar nur ein Kratzer. Soll mich das jetzt beeindrucken? Aber kümmere dich drum. Dau, ist zwar nur ein Kratzer. Nur Katze. Aber kümmere. Au. Nur ein Kratzer. Guck mal, die ist auch jetzt fast weg. Jetzt eine richtig starke Klinge raufballern. Ist zwar nur ein Kratzer. Aber kümmere dich drum. Ja, es war jetzt vielleicht gar nicht so verkehrt. Machen wir nämlich jetzt geteiltes Leben. Na, wo kommt sie wieder? Da. Ist da ein Kratzer? Komm schon, hast du weg. Ja. Sehr stark, sehr stark, sehr stark. Speichern. Wie wir auch alles drin haben jetzt. Na, was ist hier unten noch? Das ist auf jeden Fall noch so eine Tante. Aber nur eine, glaube ich. Nee, da ist noch eine. Wieder so eine schwarze. Als Elf speichern. Nee, das ist nur so eine rötliche. Die haut man dann aber auch schnell weg dann, ne? Okay, da ist noch eine. War das alles? Ich denke mal, das war alles, ja. Woher kommen die denn jetzt noch? Zeigt mir da ja auch alles rot an und so. Aber ich sehe nicht, woher die kommen sollen. Dahinter sind noch welche. Ein Vampir. Easy. So,
Was ist jetzt hier genau alles so? Da haben wir irgendwas mit betätigt. Schon hier. Nice. Was gibt's hier Nettes? Hab's schon. Keine Ahnung. Ganz nett, aber unnütz. Gürtel, den kann er nochmal verzaubern. Nett, Inferno, verkaufen wir. Keinen Platz mehr. Alles. Da passt nichts mehr rein. Hab's schon. Ganz nett. Vielleicht hätten wir... Ah, 5 auf Stärke und Ausdauer. Nee, brauchen wir nicht. Kein Platz mehr. Vielleicht hätten wir doch nochmal vorverkaufen gehen sollen. Ganz nett. Aber ohne. Da passt nichts mehr rein. Hab's schon. Wem soll das denn nützen? Glück, den kannst du auf jeden Fall mal gebrauchen, denke ich. Glück plus 9, alles klar. Warum habe ich denn so einen starken Gürtel? Haben wir alles hier draus gemacht, ne? Untersuchte Beinkinder, kehrt dann zu Krack aus Lambert Zellis zurück. Haben wir gemacht. Dann können wir hier ja wieder raus. Da ist noch irgendwie was Gelbes oben. Wahrscheinlich so eine Fledermaus noch irgendwo. Da liegt sie doch. Egal. Dann könnten wir jetzt zum Schloss. Und das mal kurz abgeben. Und nochmal verkaufen. Das machen wir mal zuerst. Ah, das machen wir. Wo machen wir das? Können wir auch alles beim Schloss machen. Mir gefällt die Stadt auch einfach optisch sehr. Feinsten Rüstungen. Die Handschuhe will ich nochmal gucken, ob ich da was Gutes draufgezaubert bekomme. Entschärfen nur. Nee, komm. Können die auch weg. Rüstungen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bist du der Waffentypi? Ja. Darf ich euch helfen? Klar, darfst du uns helfen. Kein Problem. Wem soll das denn nützen? Alles schön da rein. Feuerstrahl, kannst du das schon? Ja, stimmt, das war ja der allererste Zauber, den er gelernt hat. Ich habe keinen Platz mehr. Keine Ahnung. Ja, die Schuhe könnten noch recht gut sein. Ach, ich kann auch nicht alles. Kann verkauft werden, das kann verkauft werden, das kann verkauft werden, die. Ausdauer und Geschick müssen wir auf jeden Fall behalten. Wem soll das denn nützen? Und dann kann das auch. Oh, die Schuhe. Plus 10 Zauberpunkte und regeneriere Zauberpunkte mit Zeit. Alter, die sind richtig stark. Würde ich aber tatsächlich dir geben. Weil da die. Bei dem anderen zumindest Charisma drauf waren. Und dann kriegst du die hier. Kenn ich nicht. Ganz nett, aber unnütz. Kein Platz mehr. Wie, kein Platz mehr? Die kriegst du da ja wohl noch hin. Keinen Platz mehr. Ah, nö. Regen, da können wir nochmal was drauf verzaubern, so wie da auch. Das verkaufen wir, den verkaufen wir, den verkaufen wir. Keinen Platz mehr. Wir sind halt noch so viel verkaufen. Vielen Dank. Jo. Die feinsten Rüstungen. Ich hoffe.
hoffe. Das jetzt noch alles hier rein. Was sind das Kenn alles? Ich nicht. Spruch, da war eine Spruchrolle noch. Die muss er noch erkennen. Kenn ich nicht. Körperresistenz. Was hast du? Geschick. Das noch alles hier hin. Die kann ich dann jetzt auch mittlerweile verkaufen. Mehr. Eigentlich. Jedenfalls gleich, wenn ich das hier ein bisschen aufgeräumt habe. Jetzt müsstest du doch tragen können, ja. Das muss noch erkannt werden. Ganz nett, aber unnütz. Nee. Weiß ich nicht. Wem soll das denn nützen? Amulett kannst du auch nochmal versuchen zu verzaubern. Der kann auch verkauft werden. Der auch. Davon haben wir noch zwei. Alles gut. Weiß ich nicht. Ganz nett, aber unnütz. Das verzaubert er nochmal. Mal gucken, ob da was Gutes rauskommt. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr, okay. Die feinsten Rüstungen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Darf ich euch helfen? So sieht das erstmal gut aus. Jetzt noch die Waffe rein und überall eine Verzauberung aufmachen. Vielleicht kommt ja irgendwo was mal was richtig Gutes rauf. Plus 10 auf alle Resistenzchen. Nicht verkehrt. Zumindest habe ich's versucht. Schön bestätigt. Nice. So gut wie neu. Regeneriert Trefferpunkte mit der Zeit. Auch nicht verkehrt. Den kriegst schön du. Alles klar. Zumindest habe ich's versucht. Oh, jetzt macht doch nicht alles kaputt hier. Alles klar. Könnten ja natürlich auch mal kurz rasten, damit sie nicht mehr geschwächt sind. Macht's trotzdem kaputt. So gut wie neu. Komm schon und... Nee, gut, ja, dann hat's hier keinen Sinn. Dann verkaufen wir das. So gut wie neu. Den Gürtel kannst du nochmal versuchen. Frag mich nicht, was ich hier mache. Abgeschlossen. Alles klar. Wir könnten ja einbrechen. Oh, es ist geschlossen. Stunde noch. Nee. Dann kommen wir halt später. So, jetzt aber wieder. Ja. Nimmst das hier auf jeden Fall. Oh, das kriegst du nochmal. Und das auch. Und das. Und das. Und das. Darf ich euch helfen? Ja. Ach, hier ist ja... Ist da irgendwas? Oh, das Schwert. Sieht cool aus, ist aber nicht so nice. Duellschwert, das haben wir schon. Großschwert, das ist ein Zweihänder. Zwergenhammer. Nee. Den Stab. Magierstab der Kälte. Addiert Kälteschaden. Den mag ich. Den gönnen wir uns. Vielen Dank. Guck mal, hier, hab das für dich. Darf ich euch helfen? Vielen Dank. Die feinsten Rüstungen. Und dann verkaufen wir dich die hier noch und ich gleich hoffe, den ganzen Rest und lassen uns mal wieder ein bisschen ausbilden. Hervorragend. 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 Bilden wir sie mal weiter in Lichtmagie aus. Zähne Lichtmagie, jetzt müsste sie doch Großmeister werden können. Meine ja bei dem König. Müssten wir das doch können.
Gute Qualität und angemessener Preis. Ich hoffe. So, gehen wir mal zum König dahin. Mal schauen, ob der uns das jetzt beibringen kann. Und jetzt hier links. Und dann wieder rechts. Lichtmagie Großmeister. Sehr geil. Und damit. Ah, Geistes würde ich halt noch gerne auf 7 machen. Aber erst machen wir Meditation ganz hoch. Hier könnten wir noch auf Luftmagie Großmeister gehen. Meditation natürlich. Und hier 6. Sinn auf jeden Fall. Warum ist das noch nicht? Entschärfen lassen wir so. Das lassen wir so. Erdmagie könnte man nochmal machen. Machen wir nochmal auf Erdmagie. Dass wir da auch einen haben, der da Großmeister ist. Schwert haben wir ganz hoch. Zack, machen wir da auf Großmeister. Dann reparieren Großmeister können wir gleich machen. Müssen wir uns gleich mal wieder durchschauen, wo wir das alles lernen können. So. Das lassen wir. Denk mal so, macht das jetzt einen ganz stabilen Eindruck alles. Dann kannst du jetzt ja auch Gottes Eingriff lernen. Ich probier's gleich mal. Was ist denn jetzt eigentlich genau Gottes Eingriff? Heil den gesamten Schaden an Trefferpunkten jedes Charakters, gibt ihnen alle verlorenen Zauberpunkte wieder und löst alle negativen Zustände auf. Der Zauber kann nur 3-mal pro Tag angewendet werden und der Zauberne altert bei jeder Anwendung um 10 Jahre. Alter, ich um 10 Jahre? Seid ihr bekloppt? Ich will mal kurz was testen, ob da auch das Alter weggeht, was wir ja noch von den Geistern oben drauf bekommen haben. Und dann dürfte er ja gleich nicht mehr bei 30 sein. Und er auch nicht. Schauen wir mal. Nee, das geht damit nicht weg. Guck mal, sie ist jetzt bei 37. Und er ist nicht mehr irrsinnig. Okay. So, jetzt sieht die Sache doch ganz schön aus hier schon mal mittlerweile. Was hat denn das Alter genau für Ausschlagspunkte? Vielleicht können wir ja mal kurz... Na, schauen wir nicht nach. Das schauen wir nicht nach. Was wollten wir jetzt als nächstes machen? Stimmt, wo wir alles lernen können, ne? Das wollte ich mir mal nebenbei eine Word-Datei aufschreiben. Krieger. Krieger kann jetzt Großmeister noch werden in Schwert. Das hat er noch nicht gemacht. Schwert. GM kann er werden. Platten GM. Waffenmeister. Waffenmeister, Meister. Waffenmeister, Meister. Und Kondition. Auch Meister. Und
Reparieren kann er noch Großmeister werden. Kann er auch recht viel jetzt werden, ne, in der Runde. Du könntest noch Großmeister in nirgendwo werden. Das hast du ja hier gerade gemacht mit Lichtmagie. Meditationsmeister. Nice. Meditationsmeister. Meditationsmeister, Erkennungsgroßmeister hat er. Chemie hat er. Lederexperte, Schwung. Ja, Feuermagie-Großmeister. Luftgroßmeister. Luft, ja, Bogenschütze. Was kannst du denn noch? Sechster Sinn. Kann er jetzt Großmeister werden? Damit kann ich ja eigentlich alle Fallen entdecken. Ist der sechster Sinn GM? Erdmagie. Kann ich noch Großmeister werden? Magie GM. Dann kann ich. Da habe ich Großmeister, Großmeister. Haben wir alles, ne? Ich denke auch.